So, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Und ich sage nur, Mario in the Sky with Diamonds. Die schöne Himmelswelt steht auf dem Programm Welt 5, den ersten Teil, der noch auf der Erde spielt. Und man links oben im Bild sieht, habe ich ja gestern gespielt. Heute also der zweite Teil, heute am Mittwoch, den 14. November 2012. Es ist 16:25 Uhr und draußen ist es ein Scheißwetter. Ich bin sehr wütend auf die deutsche Wettervorhersage, die übereinstimmend gesagt hat, diese Woche wird durchweg sonnig. Scheiße ist es, scheiße ist es. Genau das ist auch scheiße. Sei es drum, Sonne oder nicht. Da haben wir wenigstens ein bisschen Gelegenheit zu zeigen, was wir können. Nicht wirklich. So, jetzt. Fly, Mario, fly. Spirit in the sky. Uah, er fliegt und fliegt. Er fliegt über der Wölkchen hinweg. Oh, hoppala. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht. Ah. Hey, Hilde. Du wilde Hilde. Sag bloß, das war's schon. Das ist schon ein kurzes Level. Da bin ich ja schwerst enttäuscht. Das ist ja hier nichts weiter als ein Steinwurf. So. Nun denn, Welt 5. Bum, 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 bum. Ratata, Gumbi. Oh. Gumbi und Hildi. Eine Liebe, die nie endet. Hilfe! Hildegard dreht durch! Ah! Hildegard goes Coconuts! Hallo! Ah, da geht's runter! Ja! Bitte Waschbär! Waschbär! Und hoffentlich heute ein bisschen länger als gestern. Jetzt kann ich euch mal diese lustige Statue zeigen. Einfach ducken und und die B-Taste drücken. Und Mario wird zur Statue. Diese seltsame Statue stammt übrigens, die gibt es wirklich und stammt aus der japanischen Mythologie. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Irgendwo habe ich es gelesen. Ist ja auch nicht so wichtig. Nicht, 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 nicht. Und das Schöne an der Statue, die ist jetzt einfach nicht nur zum Spaß da. Wir können mit dieser Statue die Gegner verwirren. Die denken dann, da steht nur eine Statue rum und machen wir nichts. Allerdings geht das Ganze nur für ein paar Sekunden und nun ja, das ist so das kleine Besondere am Waschbäranzug, diese Statue. Natürlich können wir auch fliegen damit, wie mit einem ganz normalen Waschbär-Dress. So, blauer Pilz. Hört sich sehr giftig an. Ich hätte gern noch einen Waschbäranzug. So. Blablabla. Komm hier, gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Nee! Er hat mir gegeben, aber das Falsche. Egal. Mir auch egal. Steh ich drüber. Fuck die Henne! Mir ist es nicht vergönnt, diesem Waschbäranzug länger als ein paar Sekunden zu überleben. Meine Güte! Ich habe sogar noch einen Froschanzug hier. Was soll ich den denn mal benutzen? Gibt es hier irgendwie noch Wasserlevels? Ich glaube, weiß ich nicht. Ja, hier habe ich auf jeden Fall noch einen Waschbäranzug. Aber ich nehme jetzt erstmal die Blume. Flower Power in the Sky. Oh Gott. Das ist ein Scheiß-Level. Ein scheißschweres Level. Das Flugkäfer-Level. Die Blume bringt mir hier gar nichts. Überhaupt nichts. Ich hätte wenigstens ein Blatt nehmen sollen. Ja. Tausendmal lieber. Hi, Hildi, du alte Schildi, Wildi, Gildi. Paublock nehmen. Nee, ficken, ficken. Fuck, fuck, fick, fuck. Entschuldigung.
Entschuldigung für die vulgäre Wortwahl, aber es ging mit mir durch. Ah, so. Ich hasse diese Autoscroll-Level. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ungefähr 1000 Mal. Und ich sag's noch ein zum 1001. Mal. Ich hasse diese Autoscroll-Level und ich hasse diese Flugkäfer und ich nehme jetzt noch ein Blatt. Hab keins mehr. Nur noch Powerwings. Die sind mir aber zu wertvoll. Gut, dann lassen wir es mal gut sein und versuchen es ohne irgendwas. Nur mit viel Hoffnung. Das Schöne ist, das ist euch vielleicht aufgefallen, wenn Mario klein ist, ist er natürlich nicht so fett und diese Flugkäfer, die gehen nicht so weit nach unten, wenn wir drauf springen. Ich meine, Mario, wenn er groß ist, wiegt gefühlte 189 Kilo. Und als kleiner Zwockel ist er dann doch ein bisschen besser zu tragen für diese kleinen Käferchen. So, jetzt habe ich mit meinem Gelaber geschickt diesen Fail übertüncht. Ach Gott, das Level ist so furchtbar. Ich erinnere mich mit Grausen daran. Mit Grausen. So, komm, komm. Das ist jetzt ein Witz. Das ist jetzt ein Witz und nicht mal ein guter, ein Scheißwitz. Jetzt werden wieder einige sagen, warum macht er das Level 6 überhaupt? Bräuchte er gar nicht. Ja, ich weiß. Ich mache es, weil heute Mittwoch ist. Nein, ich bin ein Streber und habe gesagt, ich will jedes Level spielen. Und das ziehe ich jetzt durch. Und wenn es mich den letzten Funken Verstand kosten sollte. Egal. So, jetzt nach von links dran springen. Ja. Passt schon. Passt schon. Passt schon. So. Und jetzt gehen die Käfer wieder weit nach unten, weil Mario jetzt wieder Fat Mario ist. The Fat Boy of Nintendo. So, schnell, 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 schnell. Ja, genau. Das macht mir hier doch ein bisschen angenehmer. Scheiße. Münze, 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 Münze. Steine, Steine, sonst nix. Leider nicht. So, gut, dann schnappe ich mir jetzt mal 5 Leben. Lucky Two kann das auch nicht verhindern. Ja! Dieses Geräusch, es ist Musik in meinen Öhrchen. So, jetzt habe ich wieder lauter Bonus-Games. Erstmal das Kartenspiel. Bla bla bla. Flip over any two cards. Bla 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 bla. Fuck. That was not richtig. Wo? Ah, Double Fail. Fuck you. Ah. Immer ich. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Toadie, du hast da nichts Besseres zu bieten. Sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Uah, Hildegard! Wehe, wenn sie losgelassen! Ah. Ach, diese springenden Blöcke. Erinnere ich mich auch mit Grausen daran, deswegen genau. Ah, nicht auf Köpfchen landen. Ist ja nicht gut. Oh. Auf der Topfpflanze. Bitte nicht. Gibt's da was? Oh ja. Erleben. Erleben für Mario. Ich brauche dringend. Viva la Leben. Wow, Hilfe. Ja, passiert nichts, keine Angst. Keine Angst. Keine Angst, keine Angst, Mario. Doch. Das ist ja wirklich der Gipfel der Frechheit, dieses. Ja, hallo? Schau der Hildegard nicht auf den Arsch. Mario ist ein ganz schöner alter Haudegen. Ja, schwer zu hüpfen, wenn ich da drin stecke, in diesem engen Gedöns da. Ach, komm. Ach, irgendwie. Ich bin heute nicht so zielsicher. Ist schon wieder nicht. Hallo. Das war
Sehe ich auch erstmal, dass hier ein Pilz ist. Schön. Gut. Haben wir darüber auch mal geredet. Kam hier weg. Und zack und zack. Wieso? Oh Mensch. Komm, hau ab da, blöde Pflanze. Eben. So, wieder diese Scheißstelle. Ah! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Zisch doch ab. Kleines Gnom, du. Nein, jetzt kommt noch Lucky Two, natürlich. Als wär's nicht schon schlimm genug, kommt der kleine Sack da oben noch angeflogen. Ich brauch ein Power-Up. Ich brauch jetzt gute Power. Wenigstens einen kleinen Stern, um jetzt mal hier durchzurennen. Das war jetzt eigentlich sehr schwachsinnig. Denn, wie gesagt, der Stern in Super Mario Bros. 3 so pervers kurz bringt gar nichts. Lucky Two, komm mal her, mein Freund. Ich bin so dumm. Nein, na. Ich, ne, genau, so sieht's aus und nicht anders. So, Hildegard, mitkommen. Komm, verdünnisiert euch alle, weg mit euch. Mist, Viecher, verfluchtes. Nein, Hilfe! Ma, springende Steine, ficken! Ah, Lucky, du bist schuld! Zum Glück ist das heute ein kurzer Part. Mehr würden meine Nerven auch nicht aushalten. Ich glaube nicht. Marion! Ich hab hier einen Pilz verpasst. Du Sch... Das geschieht ja Hildegard rechts auf. Wacht die in meinen Armen auf und beißt mich in... Will ich jetzt nicht sagen, wohin. So, Lucky Two, jetzt reicht's mir. Hilfe! Weg, weg, weg! Nur noch weg! Nein! Hilfe! Bitte nicht werfen! Hilfe! Das war sehr bokroatisch. Ich habe es geschafft, liebe Zuschauer. Das war bisher das schlimmste Level des ganzen Spiels. Weg mit dir, du. Gibt's hier noch was zu holen? Ich hätte gern mal ein Power-Up, aber hier ist nichts. Shit. Hey, Leierkasten. Wozu? Ich will Waschbäranzug oder Powerwings oder beides zusammen. Gut. Pilz nehmen wir mal mit. Oh. Man sollte vor dem Abspringen den Knopf drücken. In diese heiße Tomatensoße zu fallen, ist nicht sehr angenehm. Auch wenn ich Italiener bin. Diese Pasta-Soße aber viel zu scharf. Nicht gut für Mario. Oh. Mama Miracoli wieder viel zu viel Chili dran gemacht an Soße. Kann keine Sau essen. Außerdem Soße viel zu heiß. Total verkocht. Oh, pff. Kommen schon Funken aus der Soße. Was? Ich nehme jetzt einen Stern. Hab keinen. Dann eben ohne irgendwas. Ich kein Problem für Mario. So. Achtung, da kommt gleich ein böses... Jawohl. Genau. Boah. Habe ich dem Spiel erlaubt, plötzlich so schwer zu werden? Oh, jetzt ist Sterne für Mario! Hey, yeah, jetzt geht es los! Ja, oh, ist das gemein! Ich wollte eigentlich nicht Kaizo Mario spielen. Aber es kommt mir fast schon so vor hier. Alto, Achtung! Na komm! Weg, du Skelett, du! So.
So. Ich verzweifle noch völlig. Ich kommentiere es jetzt mal nicht weiter. Und sag erst wieder was, wenn ich das geschafft habe. Ja, nein! Ach, kaum fange ich wieder an zu reden, gehe ich hier drauf! Nein! Ich weiß, ich könnte jetzt einen Safe State setzen, aber habe ich jetzt in diesem Spiel wirklich nicht vor. Safe States nur, wenn ich aufhöre mit einer Session, dass ich morgen an der Stelle wieder weitermachen kann. Hacker, ficken! Fuck! Ich kann nicht mehr! Was ist denn das für eine perverse Welt? Kann mich nicht erinnern, dass die so schwer war. Alter Schwede! Alter Schwede in Finnland. Ja, dann eben nicht. Gut. Kein Problem. Wenn das so weitergeht, bin ich spätestens in zwei Parts tot. Wag dich runterzufallen, du fette Sau. Lucky 2 ist in diesem Spiel echt sowas von scheißen pervers schwer. Und ich springe jetzt mal in den Abgrund. Da unten sieht es nämlich so schön aus. Ich habe gehört, da sind Erdbeeren da unten. Deswegen bin ich da jetzt mal runtergesprungen. Hat sich aber leider nicht bewahrheitet. Nee, es waren nur Stachelbeeren. Die mag ich nicht. Wie kann man diesen Pilz verfehlen? Genau so, wie ich euch das eben gezeigt habe. Hä? Ihr braucht mir nicht zu danken für diesen Cheat. Lucky 2. Lucky Fuck. Lucky Fuck. Also heute ist nicht nur der Wurm drin, heute sind gleich mehrere Würmer drin. Ich nehme jetzt mal eine super Sonnenbrandblume. So. Blatt. Ja, okay, noch besser. Gegen Lucky 2 ist kein Kraut gewachsen. Guckt euch das an, dieses kleine, miese Vieh. Hildegard, du scheiß Vieh, komm mit. Komm her, Pilz. Und Hildegard, du kommst jetzt nochmal mit, denn Lucky 2 kommt gleich wieder. Dann brauche ich dich, Hilde Wilde. Tschüssi. Wie kann das Spiel auf einmal so pervers exorbitant schwer werden? Wie bitte? Gebe doch nicht. Kartenspiel. Boah, leck mich am Arsch. Stern. 10 Cent. 20 Cent. Besser. Ein Up. Nein! Man muss bedenken, im Original NES, in der NES-Version konnte man dieses Spiel, das gesamte Spiel, nicht abspeichern. Ohne Witz, man musste Welt 1 bis 8 komplett durchspielen. Das hat dann meistens einen ganzen Tag in Anspruch genommen. Vorher hätte man mit dem Spiel gar nicht anfangen müssen. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal durchspiel, das ging von morgens 9 Uhr bis abends um 10 Uhr mit kleinen Päuschen dazwischen. Weiß ich noch, mit meiner Schwester damals gespielt. Man konnte halt nicht ausschalten, denn da wäre alles verloren gewesen. Das war halt scheiße. So ein saulanges Spiel ohne Speicherfunktion. Das hat man dann in der All-Stars-Version gelöst und auch hier in ein, ja, über Emulator kann man das Ganze wenigstens abspeichern. Trotzdem macht mich das Spiel gerade etwas kirre.
So eine Serie von Fails, ey. Das ist schon lang her, dass mir sowas passiert ist. Alter. Mensch. Der Himmel ist so blau. Nicht nur der Himmel, auch der Mario. Der hat so viel Grappa aus die Ause wieder bekommen. Bei Lieblingsitaliener. Große Teller Pasta und dann 5 Grappa auf die Ause. Mario hat eine ganz rote Nase. Ist ein bisschen betrunken. Deswegen so seltsam schwindelig. Immer stolper, stolper. Falle in Abgrund. Kann nicht mehr viel arbeiten heute. Ah, das war gut. Das war jetzt mal wieder nett, sage ich mal. Jam, jam. So. Nun folgt die Burg der Burgen. Nein, Quatsch. Die Burg von Welt 5. Dasselbe Spiel wieder. Oh, Vogel. Den Vogel kennen wir noch aus Super Mario Bros. 2. Da hat er uns auch viele Nerven gekostet. So, wieder ein böses Luftschiff. Das Luftschiff ist nicht böse, aber die Kanonen sind böse. Und die Flammenwerfer sind böse. Und das kleine Blag von Cooper am Ende ist auch böse. Die Blume ist nicht böse, Blume ist gut. Aber Kanone ist böse. Was redest du für einen Scheiß? Uah, nee, Hilfe! Ich hab Angst. Hilfe! Ah! Fuck! Nee, Hilfe! Nicht schießen! Nicht! Ich hab gesagt, nicht schießen! Hört denn hier keiner auf mich? Na komm, schieß schon! Du sollst nicht auf mich schießen, sondern unter mich! Du Scheißkanone, du! Uah. Bitte nicht! Bitte nicht! Wie wär's mal mit einem Power-Up? Ah. Nix mehr, oh Gott, jetzt muss auch noch der Endboss dran. Oh nein, Fetti Cooper. Ach Gott, Erdbeben. Erdbeben. Fetti da. Ach, kein Problem. Ohne mit der Wimper zu zucken ins Jenseits befördert, bin ich nicht Koll, toll. Ich wollte cool sagen und toll, daraus entstand dann das schöne Wort Koll. Das finde ich richtig Koll, dass ich das jetzt geschafft habe. Haha. Meine Schöpfung. Was ist das denn für ein Zauselbart? Ist ein lustiger Zauselbart. Vater Abraham. Vor ihm hüpft ein Schlumpf. La 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 la. Be careful in the ice world, the creatures trapped in the ice will come to live. If warmed, I have enclosed a jewel that helps protect you. Da 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 da. Ich bin so blöd, es gibt's nicht, es gibt's nicht. So, guckt euch das an, die Eiswelt. Mit einer wunderschönen Musik. Das ist die vorvorletzte Welt in Super Mario Bros. 3. Und damit geht's dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüsschen!